Kommt nicht in Frage. Gut. Die Antwort ist klar. Die Antwort ist klar, meine Damen und Herren. Und ich bitte Sie jetzt einfach wieder zu hören. Ich bitte Sie auch jetzt nicht mit Plakaten hier spazieren zu gehen. Darf ich mal zu Wort kommen? Ich habe allmählich das Gefühl, dass gar nicht mehr um das Museum geht, sondern dass da irgendwelche Feindschaften sich jetzt bloß noch hochspielen. Also ganz kurz noch, bitte. Es wäre eigentlich schade, wenn das der echte Grund wäre. Ich hoffe, dass die Situation, jetzt die Diskussion schon noch bessere Argumente bringt, als jetzt bloß Diffamierung oder sonst was. Also jetzt, bitteschön, noch ganz kurz dazu. Abend einsilbig. Das hat seinen guten Grund. In den letzten Wochen war ich sogar sprachlos, weil ich nie geahnt habe, dass in einem einzigen Ort so viel Hass, Häme, Feindschaft und Drohungspotenzial überhaupt vereinigt sein können. Ich lese jetzt sogar ein Stück vom Blatt, damit mir ja kein falscher Ton rausrutscht. Ich bin Maler und Schriftsteller. Das will ich einmal betonen. Ich habe es mit Kunst zu tun. Mein Lebenswerk besteht aus Kunst der allerverschiedensten Art. Es verletzt mich alleine schon, dass von Kunst in dieser unseligen Auseinandersetzung ums Museum nie die Rede ist. Hier wird nie von Kunst geredet. Hier wird immer nur von Parkplatznot geredet. Hier wird immer nur von Abwässereinheiten geredet und sonstigen Dingen, aber nie von Kunst. Man muss wissen, dass ich seit einem Menschenalter hier lebe. Ich bin nicht in diese heißgeliebte Landschaft hineingeboren worden. Ich habe sie vielmehr mir ausgesucht, und zwar in ganz Deutschland als meine Motivwelt für meine Bilder. Hier entstehen sie. Das Boot und die Festung sind hier in Feldafing entstanden. Auch die Lobpreisungen dieser Landschaft, da habe ich eine hier in der Hand, die Tropen von Feldafing. Hier ist ein anderes großes Buch, das heißt Porträt Heimat, erzählte Landschaft. Ich kann nichts dafür, wenn diese Bücher von irgendwelchen Leuten, die des Lesens nicht kundig sind, nicht gelesen werden. Es sind Hymnen auf Feldafing und es sind Hymnen auf diese Landschaft. Weiter. Nun, und jetzt wird's wichtig, da es bei mir und bei meiner Frau auf das Lebensende zugeht, wollen wir nichts als zurückgeben, was wir hier empfangen haben. Von dieser Landschaft und von diesem Leben hier in Bayern. Warum, frage ich mich, um alles in der Welt werde ich dafür so ruchlos gemein beleidigt von Leuten, die selber nicht das Geringste für Feldafing tun, sondern nur seinen Ruf in der Welt schänden. Man will mich offenbar, ich bin gleich am Ende, man will mich offenbar so sehr deprimieren, dass ich unser Geschenk an Feldafing, das einen unermesslichen Wert und einen ständig steigenden Wert hat, zurückziehe. Das aber tue ich denn doch nicht. Ich könnte es nicht einmal, denn ich bin beim Ministerpräsidenten im Wort und er bei mir. Ich werde also trotz allem versuchen, auf Fragen zum Museum zu antworten. Kurz, danke. Soweit die Erklärung jetzt. Ich möchte jetzt den lieben Lothar Günther Buchheim nicht fragen, ob nicht manches leichter gegangen war, wenn er in der letzten Zeit nicht manchmal oder in vielen Jahren vorher manchmal vielleicht ein bisschen scheinheiliger gewesen wäre oder was. Aber er hat immer das gesagt, was ich gedacht habe. Darum sind Schwierigkeiten entstanden, das weiß man. Aber? Ich möchte noch dazu was sagen. Ich möchte mich natürlich nicht in die internen Auseinandersetzungen einer so schönen oberbayerischen Gemeinde einmischen. Aber ich glaube, man muss doch auch ein bisschen über den Tellerrand der Gegenwart hinwegsehen. Unser Land hat eine besondere Kraft auch aus seiner Kunst und Kultur, und es gibt ja nun bedeutende Namen, die für die bayerische Kunst und Kultur stehen. Ich maße mir nicht an, ein besonderer Kunst- und Kulturkenner zu sein, aber ich weiß, welche Bedeutung Kunst und Kultur für ein Land insgesamt haben. Und es wäre für uns, das war meine Überlegung, und ich habe mich ungeheuer
gegen viele, viele Widerstände im Grunde genommen durchsetzen müssen. Das ist kein so einfaches Machen gewesen, dass man diese Kunstgegenstände für heute und für morgen für eine breite Öffentlichkeit sichert und es damit auch ermöglicht, dass mehr Menschen, als das bisher vielleicht der Fall ist, mit Kunst und Kultur, mit Expressionismus und Ähnlichem zu tun haben und zusammenkommen. Und ich kann das ja nicht ändern. Der Stifter sagt, er möchte es in dem Ort haben, wo er eben lebt und gelebt hat. Und das ist die Bedingung gewesen. Es gäbe mit Sicherheit viele, viele, viele Gemeinden, die sich die Finger abschlecken würden, wenn sie sozusagen, nein, es gäbe sie, das ist gar keine Frage. Nur, ich habe nur die Möglichkeit, als Ministerpräsident und Regierungschef dieses Landes, der auch Kulturstadt ist, ich habe nur die Möglichkeit, diese Dinge hier zu behalten, wenn sie hier in Feldafing gemacht werden. Das ist sozusagen die Einengung, die ich als Ministerpräsident habe.